Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 4 Separate Ways, dem vielleicht letzten Part des DLCs. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall nur, wir sind im letzten Kapitelabschnitt und auch eigentlich kurz vorm Feierabend. Wir haben alle Schätze und ja, jetzt hängt es davon ab, wie gut wir noch vorankommen. Auf jeden Fall habe ich Hardbock. Und nicht Abock, sondern Hardbock. Das könnte wirklich das Finale werden. Und da muss ich sagen, bin ich ziemlich gut, weil mir hat das DLC bisher echt sehr gut gefallen. Und auch das ganze Spiel. Also ich werde Resident Evil 4 definitiv noch mal öfter spielen. Wie vermutlich auch die Originalversion damals. Aber eventuell auch das im Stream bei Twitch und Co. Aber jetzt heißt es erstmal. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so sei es! Leon! Geh! Warum müssen denn alle hässlich werden? Verirrte Schaf, Geknechtete des heretischen Wolfs, ich werde über dich richten. Ach ja, ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß. Es gibt kein Entkommen. Wir können es aber versuchen. So. Wir können es mal später, ist. Ich war schon ein schwieriges Kind als Kind. Ja gut. So, das Ei brauche ich nicht. Das nehme ich jetzt in Heilung erstmal. Wir werden das nochmal ausrüsten. Aua. Aua. Nee. Warte mal ganz kurz. Naja, Ketzerin würde ich mich jetzt nicht nennen, ne? Oh, das ist ja gut. Ja, damit. Da ist kein Platz mehr für. Habe ich irgendwie noch Platz? Kann ich irgendwie Platz machen? Naja, eigentlich nicht. Ich könnte das beides so machen und so machen. So machen. Das war gerade knappe Soße, du. Aua. Okay, er kann zurückschießen. Er sammelt meine Kugel ein und schießt zurück. Wie unfair. Zettler kann seine Tentakeln für weitreichende Angriffe nutzen. Bleiben Sie wachsam, auch wenn er sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet. Hocken, ziehen mit der Waffe, Waffenschirm, Spezial. Ah, okay. Okay. Mal schauen, wo ich alles. Da können wir alles mal nachladen. Ich habe hier ein bisschen mehr verballert als ich eigentlich wollte. Ob ich das selber noch brauche, weiß ich nicht. Aber nachladen. So. Mit unserem Bund anschließt. Verirrte Schaf. Geknechtete des heretischen Wolfs. Ich werde über dich richten. Na. Ach ja. Ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß.
kommen. Ich kann. Hey. Geschossen wird er nicht. Gib mal ein Ei. Wird mal ein Ei. Da ist ein Ei. So, einmal das. Noch ein rotes. Ist noch ein grünes? Toll. Schön. Nachschussitzer. Machen das glaube ich gleich so wie eben gerade. Machen den mal dahin. Kein grünes. Du stehst ja neben mir. Warum sagst du denn den Schall, Kollege? Ja, verdammt. Mann, wie soll ich dich jetzt ausweichen? Nee, der Tod ist dein Tod, aber nicht meiner. Suchen Sie sich Deckung. Ja, ich hatte keine Deckung. Da gab es nichts zu abhauen. Mann. Unserem Bund anschließt. Verwirrtes Schaf, Geknechtete des heretischen Wolfs, ich werde über dich richten. Ach ja, ich glaube, das verwirrte Schaf macht die Hölle heiß. Bleibt man nicht so in der Nähe stehen, ja. Es gibt kein Entkommen. Ja, doch, ich glaube schon. So teilweise kann ich mir ein Entkommen erlauben, manchmal. So, erstmal kannst du wieder Inventar zusammensetzen. Pass auf. Ich bin ausgewichen. Mann. Ketzerin. Wollte schon was zum. Ah, oh, Berserker ist verändern. Was soll ich mit dem Scheiß? Und Schießpulver, natürlich. Gut, dann. Die Gesundheit ist wenigstens voll. Gottlose. Die Habgier deinesgleichen ist unerträglich. Was sagt noch? Noch ein Spray. Oh, komm, was kann ich verwenden? In unserem Paradies ist kein Platz für dich. Und doch dank dir wird eine verlorene Seele zu uns zurückfinden. Welche Seele? Welche Seele soll denn hierher zurückkommen, Freund? Verdammt. Du wagst es.
Platz zwar nicht dahin hier. Gib es zu. Mich kannst du nicht täuschen. Du willst die Macht des Heiligen Leibes für dich selbst. Was war das denn? Oh, nie gesehen. Also das kann ich mal helfen. Aua. Das ist aber auch Schaden, der Junge. Ich bin gestört tot. Wo ist mein Ei? Ich hab nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. So, jetzt. Schon bald wirst du von deinen Qualen erlöst. Ah, oh, nee, nicht schon. Ja, okay. Das konnte ich nicht ausweichen. Ja, ist mich tot. Dies ist die Strafe Gottes. Doch nicht deinen Kopf. Junge, das macht man nicht. Gott, Alter, warum macht das so viel Schaden? Was ist falsch bei dem Kerl? Das ist doch nicht normal. Unnormal ist das. Ah, ich brauch das Schlafen. Ah, komm, schneller hier. Ich glaube, das verirrte Schaf macht dir die Hölle heiß. Es gibt kein Entkommen. Was ist das? Alter! Ich auch mal was machen, du Mistvieh! Meine Fresse! Ey, du wirst hier von einer Sache durchgereicht zur nächsten. Ist ja Katzen. Meine Güte, Alter. Ich krieg auch keine Option zum Ausweichen, Abwehren oder ähnliches. Einfach gar nichts. Ich glaube, das verirrte Schaf macht die Hölle heiß. Ey. Psst. Es gibt kein Entkommen. Du gehst mir grad so hart auf den Sack, Kollege. Ich komm nicht mal zum Ausweichen. Mann, was soll ich denn mit diesem ganzen Scheißzeug hier? Ja, Gott. Tut mir auch leid, dass ich ganz aufrege, aber es ist jetzt zum Kotzen hier. Gott, lass doch mal diese scheiß Rohstoffe weg. Fein, so viel habe ich gar nicht geschossen. Meine Fresse, bist du nervig. Du hast ja Silver Spray gehabt. Ich hätte ja Silver Spray gehabt. Schuld. Was meinen?
Ja, ein Kraut, ne? Aber besser als nichts. Wie kannst du mich hinter der Säule treffen? Jetzt hat sich meine Kamera mit verarscht. Dankeschön. In unserem Paradies ist kein Platz für dich. Doch dank dir wird eine verlorene Seele zu uns zurückfinden. Heilen. Mann. Das wird doch wieder nichts, ja. Du besiegst mich nicht. Du mühst dich vergeblich. Nur jene, die sich den Glauben vermachen, ist sein Segen. Bete, nein! Oh. Ist die Strafe Gottes. Mann, du gehst mir auf den Zwirn, Kollege. Ich krieg keine Heilung. Was? Wenn sie sich das Schorangriff rechtzeitig mit der Teilpiste ausweichen, hätten sie die Möglichkeit anzugreifen. Hatten wir Ausweichmöglichkeiten, aber nichts zu ausweichen. Mit unserem Bund anschließt! Verirrte Schaf! Geknechtete des heretischen Wolfs! Ich werde über dich richten! Ach ja. Ich. So, das schon mal da rein. Da ist mir erst ein Spray jetzt. Es ist wieder. Ich glaube, das verirrte Schaf macht die Hölle heiß. Hau doch mal nicht so nah an hier. Anschleichen verboten. Warum lehnst du dich auf? Aber Gottlose, die haben hier deinesgleichen ist unerträglich. So, jetzt haben wir mal ein Ei. Aua! Kleine Närrin. Deine Waffen wenden sich gegen dich.
Solange wir schon einen Abzug drücken können, ist alles rechtens. Okay, wir nehmen das Krautgemisch. In unserem Paradies ist kein Platz für dich. Doch dank dir wird eine verlorene Seele zu uns zurückfinden. Du Unwürdiges. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Kann es sein, dass das die Stimme von dem Dings hier ist? Dem Rodrigo Borja aus Teil 2 von Assassin's Creed? Du klingst nämlich fast genau danach. Ah, okay. Shift, die Schwertaste. Obwohl, halt. War schon einer auf Spray? Nee. Bitte mach, dass da eins liegt. Dankeschön. Gib es zu. Mich kannst du nicht täuschen. Du willst die Macht des Heiligen Leibes für dich selbst. Nö, ich will dich eigentlich schon töten. Nichts ist unsterblich. Auch nicht du. Gott, noch eins. Zentrale, komm. Ich hab den Stein. Bin mal gespannt, was der Zoll dazu sagt. Gute Arbeit, Ada. Jetzt verschwinde von dort. Verstanden. Jemand kommt dich abholen. Bleibt nur zu hoffen, dass du auch erfolgreich warst, Leon. Da-dam. Hey da! Au. Unsanfter geht's nicht, wa? Hey, die Waffe hatte ich gar nicht. Unwürdige Kreatur! Du hast den heiligen Leib verschmäht. Das Privileg, eins mit uns zu werden. Um Vergebung. Schlucht.
habe nicht viel Zeit, bis die Sprengsätze zünden. Beenden wir das. Oh, schon Position ist die Frage. Red Warhead. Ah, der Nachtrausch. Schnell weiter. Nicht mal 5 Minuten. Wow. Ah, toll. Warte mal ganz kurz. Wir machen das mal vollermaßen so, so und so. Du dahin. Du da. Du da. Ich richtig schlank, ja. Mal nachladen. Jeppa! Wo geht's denn lang, sag mal? Ist noch komplett um das ganze Karriere, oder was? Was reicht denn mit so viel Geld ja noch? Ich sollte mich, glaube ich, nicht so lange aufhalten mit den Jungs. Alter! Jungs! Mach mal Platz da! Ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Oder erst zu spät gesehen. Aber ich wollte eh sterben, weil ich keine Mittel mehr hatte. Okay, ach, lass doch mal dieses scheiß Rohstoff an. Ey, geh die Rohstoff ab ein bisschen. Gott, ich habe doch keinen Platz für die ganze Kacke hier. Meine Güte, ich hasse diese Rohstoffe. Gibt mir lieber eine normale Munition, dass ich die verarbeiten kann. Hier. Eins und zwei. Und das bin ich ein Scheiß. Ah, hier noch eine Rekrutation. Lian ist. Was? Lian ist noch immer nicht beseitigt. Ich habe bei den Ruinen ein Lager aufgeschlagen, um ihn Zim zu locken und Sache einzumachen. Achso, es ist ein Team Whisker, alles klar. Interessant. Ja, hier. Geguckt. Schnell weiter. Okay, die Sekunden gehen aber langsam runter, ne? Mann, ich habe hier nichts zum Mitnehmen. Du bist schon hier.
weg. Wir machen das jetzt mal ein bisschen akribischer besser. Nicht mehr viel Zeit bis zur Explosion. Ja, leider. Kraut geht da rein, danke. Einfach hoch. Gut, das war jetzt einfacher als erwartet. Okay, machen wir so. Gehen wir mit. Wir stellen aber ganz kurz Munition her. Hier noch ein bisschen GP. Okay. Ich muss mal ganz das Visier wechseln, weil das werden wir hier brauchen nicht mehr. Obwohl, guck mal, ich bin den hier. Lass nach. Gibt es noch einen Schatz? Sehr schön, danke schön. Du bist ja ein richtiger. Aha. Na. Lass stecken. Alles eingesammelt. Außer sein Geld. Zweieinhalb haben wir noch. Ah, wird knapp. Ja, alles weg. Ja. Auch noch Munition. Ja. Ach, du Scheiße. Kleiner Granaten, großer Granaten. Ich habe jeden Scheiß. Und nicht das, was ich brauche. Aber nach oben. Oh, ein Déjà-vu. Wollen wir nochmal alles mitnehmen? Sachen, die ich nicht brauche. Große Rohstoffe, aber egal. Der geht mich nicht mit. Obwohl, mit dir kann ich Spezialmedizin machen, ne? Könnte ich. Weißt du was, wir schmeißen mal eine von den Flashbangs weg. Ja, dann kann ich schon mal Pistolen herstellen. Mit Bonus, sehr gut. Sehr geehrter Major Krauser, vielen Dank für Ihren Auftrag und vielen Dank für Ihre Bestellung. Wie angefordert umfasst die Lieferung Sprengköpfe, die so verstärkt werden, dass sie selbst Herzenspanzerung durchschlagen können. Zur leichten Unterscheidung von Munition ähnlicher Bauart werden sie rot lackiert. Sie durchschlagen die Schampanzer und Bunkeranlagen. Der entstehende Metallstrahl ist sogar in der Lage, die dicke Außenhülle von Kriegsschiffen zu perforieren. Objektiv betrachtet sind sie weit leistungsfähiger, als irgendeine Art von Einsatz es rechtfertigen könnte. Es gibt kein Kampffahrzeug, das diesen Sprengköpfen trotzen kann. Wir sind nicht in der Position, Sie zu fragen, wie diese Ladung zum Einsatz kommen werden, aber wir versichern Ihnen, dass es kein Ziel gibt, das eine solche Zerstörungskraft erfordert. Bitte lassen Sie Ihren Einsatz äußerst vorsichtig werden. Newman Arms Corp.
Na dann. Reden wir einfach spezial. Und hier hängt ab. Ich hab genug von deinem Scheiß. Halt durch, Leon. Bin gleich bei dir. Haben wir alles hier? Hat er wer gerufen? Hey, brauchst du nicht mehr. Oh. Hm, toll. Jetzt mal rauskommen. Bitte mal abhauen, dankeschön. Kein Interesse. Ist jetzt die Frage, wie lohnt es sich noch weiter zu machen hier mit denen? Okay, Jungs. Na, kannst du doch mit dem jetzt kurz vorziehen. Ich weiß nicht, ob es brauche, aber egal. So, jetzt habe ich wieder lange beschäftigt mit euch hier. Wir haben bis noch 30 Sekunden. Ich weiß nicht, ob danach was passiert. Oh. Hi, Ashley. Könnte was zu spät sein. Schon dabei. Ich glaube, ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen. Also wenn ich den noch abhauen muss von der ganzen Situation, ist alles scheiße. Der hat schon viel zu viel Zeit gelassen. Leon, hier! Da hast du deine Gnade. Ja, das kennen wir ja schon.
Na dann. Ada, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Ne? Bis nächstes Mal, Leon. Leon! Jo. Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Und damit wäre denn das DLC jetzt auch abgeschlossen. Und ja, die letzte Folge ist jetzt ein bisschen übertrieben, sehr lang. Aber ich wollte es jetzt nicht schon in zwei teilen, das wäre zu viel gewesen. Und mir hat der Kampf mit Zettler auch echt ein bisschen Muffensausen gebracht, du. Sehr anstrengend. Und ich entschuldige mich zutiefst, dass ich da einfach gerade so ausgeflippt bin, aber ich kam da einfach nicht weg. Das hat mich so genervt. Tja, aber da wären wir durch mit Separate Ways und damit auch offiziell mit Resident Evil 4 komplett. Wir haben es geschafft, sowohl das Hauptspiel mit Leon als auch das DLC mit Ada haben wir auf Veteran, möchte ich noch hinzufügen, beide Male auf Veteran durchgespielt. Und ja, das soll es denn damit gewesen sein. Ob ich nochmal den Söldnermodus anschmeiße, weiß ich nicht. Tendenziell Lust wäre da. Ich weiß aber nicht, ob ihr das sehen wollt. Das könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Es wäre, wenn denn auch nur eine Folge. Also ich werde da bloß eine Folge von machen und dann war's das. Weil der Söldnermodus ist jetzt nicht so spannend, dass ich da, denke ich mal, Stunden verbringen werde. Falls ihr es sehen wollt, könnt ihr euch gerne darauf in den Kommentaren melden. Ansonsten wäre es damit beendet. Das Projekt ist offiziell durch. Und ja, wir lassen die Credits noch durchlaufen. Und dann gucken wir, was wir machen. Welches Projekt als nächstes kommt, kann ich noch nicht sagen. Auch auf dem Grund schon geschuldet, dass es momentan immer mehr und mehr Projekte werden. Jetzt aktuell läuft ja noch ganz neues Release Assassin's Creed Mirage.
und Joe. Was wir noch weitermachen, wie gesagt, werden wir sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal recht herzlich fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Naja, nicht in der nächsten Folge, Quatsch, im nächsten Let's Play wieder. Und ja, wir lassen die Credits noch durchlaufen. Und ja. Ich sage danke. Hat mir sehr viel Freude gemacht. War ein sehr schönes DLC. Viele Neuerungen, die wirklich richtig geil waren. Und ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Die Credits sind auch scheinbar schon durch. Also vielleicht doch alles gut gewesen. So. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Projekt ist durch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Resident Evil 4, eins meiner Lieblings-Resident Evil-Teile. Wenn nicht so der Lieblingsteil. Und ja. Spielmodus Veteran, 7 Stunden, 22 Speichervorgänge. Ein Spieldurchlauf. Leider nur ein B, aber gut. Fürs erste Mal sehr viele Schwierigkeiten gehabt bei manchen Gegnern. Und ja. Getrennte Wege. Allererste Sahne das Ding. Genug gepredigt und ja. Grüner wird's nicht. Plus mindestens der Standard ab und mindestens der Veteran. Wir haben ein neues Kleid freigeschaltet. Ein Mini-Kleid freigeschaltet, die Weste für Luis, das Sakko für Wesker, die Brille, eine Brille, noch eine Brille, noch eine Brille. Ja, insgesamt wie viele Tode hatte ich jetzt? 5, 6, 7, 13, 16, 23. 23 Tode. Ja. Was mache ich noch mit dir? Ihr Helikopter ist noch in Schussweite. Sollen wir feuern? Nein. Ihre kleine Trotzaktion ändert gar nichts. Außerdem haben wir, was wir brauchen. Es geht weiter. Wie geplant. Ja, und was da passiert, sieht man natürlich in Resident Evil 5. Wenn Sie die Speicherdaten des abgeschlossenen Spieldurchlaufs von Laboratories laden, können Sie die Daten übernehmen und ein neues Spiel starten. Sie können neue Waffen beim Händler erwerben, aber Sie können nicht den Rang S Plus erreichen. Ah gut, das ist mir egal. Wir überschreiben den ersten Spielstand hier oben. Das ist der aktuellste und längste gewesen. Aber wir sind damit durch. So, lande ich jetzt im Hauptmenü? Kann ich jetzt sagen, wir sind durch? Ja, wir sind durch. Gut, dann werde ich jetzt nicht mehr lange damit. Ah ja, der neue Profi-Modus wurde in Separate Race freigeschaltet. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, damit ist das Projekt beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen in dieser langen XXL-Folge zum Finale. Und dann hören wir uns in den neuen Projekten, in den anderen Projekten, auf Discord, im Stream, was auch immer. Ich sage Dankeschön und bis dann und ciao.